Who's that Pokémon? It's Pokeminati. Hi! 4 Build and Battle Boxen, 2 Pokeminaten und ein Opening. Hallo. Udi, es ist soweit. Es ist soweit. Die zwei sind wieder. Kennst du das Lied? Zeig's dir später. Oh, jetzt hängt's. Jetzt komplett Banane. Ich zeig das jetzt später auf jeden Fall. Das kann ich jetzt nicht. Summer Jam. Ist von einem Anime? Das steht jetzt noch irgendein Anime. Nee, auf gar keinen Fall ein Anime. Mich irritiert das. Ich zeig Größe und zieh meine. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Pokémons Karten öffnen. Also auf jeden Fall haben wir 4 Build Battle Boxen. Und ziehen jetzt alle 4 Promokarten und ich kenne noch keine. Kennst du? Nein. Ich wurde noch nicht gespoilert. Und auch leider Gottes habe ich vorhin das auf Deutsch ausgeschnitten und Pokémon hat es nur auf ihrer Seite mit den 4 Promos dabei. Kretür. Aber lass erstmal alle aufmachen. Also ich kenne nicht eins. Also, ich habe mal ein spanisches Foto oder so gesehen. Espanol. 2 Karten, aber ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall wird das Video heute Nacht rauskommen. Geil wird's, wollte ich sagen. Geil auch. Ach so, pass auf jetzt. Wie machst du das? So. Ah ja, Panferno, wo er kennt. Das war, glaube ich, auf dem spanischen Foto, ja. Und Frostet, ja, hier vielleicht ziehen wir alle 4. Geil. Das war nämlich der Plan eigentlich. Dann als Playset verkaufen wir das Doppelte. Geil. Weil ab morgen ist ja offiziell am Pre-Release-Start, deswegen gibt es das Video auch erst samstags. Zwar 0 Uhr, aber Samstag ist Samstag. Jawohl, oh, du bist dran, Bruder, du bist dran. Jetzt komm. Nein. Ja, okay, aber... Ey, 3 von 4 ist gut. Das... Vierte ist aber, glaube ich, dann Chimsticks, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ja, ja, ich meine, das ist Chimsticks. Sieht man das? Ne, hat nichts damit zu tun. Aber hier ist es vielleicht, ist hier dabei. Schade. Auf jeden Fall, für alle, die sich fragen, was das für ein Ding hier ist. Das ist eine Build & Battle Box, die könnt ihr bei Turnieren, in Anführungsstriche, kaufen. Aber in erster Linie zum Spielen, ne? Weil hier ist so ein spielbares Deck drin mit 40 Karten. Und 4 Booster zum Bearbeiten des Decks. Um eventuelle Updates, Verbesserungen vorzunehmen. Genau, also falls ihr das Video nachts dann seht, könnt ihr später bei uns vorbeikommen ab 10. Ja. Und könnt beim Turnier mitspielen. Noch spontan, ja. Oder noch eine Woche später, also am 17. und 18. auch bei uns. Es gibt noch Plätze. Genau, also abends ist immer so, ne, ich sag mal, das Erwachsene. Ja, abends ist schwierig für Kinder. Klein. Oder also Kinder, so Sebastian, ja. Oder? Ach so, ja, Sebastian darf nicht kommen. Muss noch studieren. Genau. So. Und 2 Wochen im Voraus gibt es dann quasi die Booster von Maskerade im Zwielicht oder von dem anderen Set, je nachdem. Ja, hör auf, ich hab's vorher auch schon. Was? Die Fähigkeit? Nee. Das Pokémon mit? Nein, die Fähigkeit ist lustig. Hä? Kunden anlocken. So geil. Das kommt vorne in der Schaukasten. Ja, ohne Witz. Die muss ich traden lassen eigentlich. Die Kunden anlocken. Spaß. Hat's gemacht. Klar. Ah, herrlich. So, schöne Griffelkarte. Ich habe auf jeden Fall... Ich erinnere mich an keine Pokémon mehr, gell? Nichts von dem Set angeguckt. Außer jetzt eben die Promos, die ich vorhin beim Schneiden... Ich habe ein paar japanische Booster gesehen, aber ich erinnere mich. Ist das hier nicht, wo der dicke Freunde Knurs wegen Gold drin ist? Das kann gut sein. Mhm. Das war's für Sadik. So, das war's für Lisa. Türkis grüne Maske Ogapon. Also erstes Pack war jetzt schon mal nichts, aber bestimmt wäre das für mein Deck gut gewesen. Volume? Das ist aus Herr der Ringe. Wer ist Rollum? Rollum. Rollum. Hana. Hana oder was? Ja, aber schöne Karte auf jeden Fall. Auch wenn sie nichts bringt. Hat sich nicht jemand Essens oder geoutet, der die ganzen Codes abgescannt hat bei irgendeinem Visio-Stream oder doch, letztens hat sich jemand geoutet. Oh, guck mal. Weiß nicht mehr, wer es war. So ein schönes von dem Vorbau. Das war's für Matthias seine Sammlung. Das Gemeindehaus in Mühlhaus. Aha! Oh.
Kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Kann man mal einschlieben. Kann man das dann eigentlich bei uns käuflich erwerben dann, oder wie sind das? Die Einzelkarten? Ja. Ja, die sind natürlich up-released auf Cardmarket. Up-release. Up-release, ja, wir sind ein legales Unternehmen. Oh, ich hab gedacht, da kommt was, hat so toll geglitzert am Rand. Die Artworks sind schon gut, also. Ich meine, ich sag's bei jedem Set, aber jetzt fallen mir jetzt bei dem mal ist extra. Es besonders gut. Du machst auch Build a Battle Box ja. 1 und dann 2. Genau. Okay. Yo. Yo. Yo, yo, yo. Urgel. Yo. Nigiragi. Guck mal, hier mal wieder Kunden anloggen. Ich glaube, die legen mal vorne hin. Ist das selbe Artwork? Nee, gell? Mhm. Guckt in die andere Hand. Das ist auch cool. Auch ein cooles Artwork. Aber der kommt auf jeden Fall nach vorne. Den schmeißen wir dann vor die Eingangstür. Ja. So. Den hängen wir an die Tür vorne. Wenn die Leute dann gucken, Kunde dann noch. Ah ja, oh, da ist das. Ich hab ihn nur normal. Also, jetzt gilt es, mein Lieber, schon war deine Build & Battle. Ich auch haben. So wie die ich immer kriege, wenn ich sie spiele. Oh, guck mal, so schön, ehrlich. Glühende Kohlen, das ist immer gut bei mir. Aber erstmal. Einen Kunden anlocken. Ja, gut. Danke für gar nichts. Danke für gar nichts. Das erste war auf jeden Fall. Max Anastrom, ich gönne erst den Code. Die ganze Zeit hinten dran gelassen. Ja, hier, der Verwalter. Alter Verwalter. Sieht aus wie unser Verwalter. Ja. Oh, guck mal, Glaziola, wunderschön. Häng gleich zu Ding dazu hier. Matcha-Tee. Oh. Jawohl. Was ist das für eins? Ein Brunnenmaske. Ogabon. Also ich habe ja das Update nicht gespielt. Ich kann nicht viel dazu sagen. Leider auch eine Show. Aber Tim kann da immer viel dazu. Schluchzer. Was? Schluchter? Schluchzer. Also das war jetzt ein Hit was eine. In einer Box. Genauso wie bei dir, ne? Was kostet eigentlich so eine Turnierteilnahme, Kevin? Nur 35 Euro. Und du bekommst das komplette Kit und neue Freunde. Und, Hyper-Aroma. Eine neue Ace Spec. Taugt dir was? Ist dir wieder 40 Euro wert? Das lese ich gleich mal. Genau, was man natürlich nicht macht, sind die drei extra Booster für die Build & Battle Box aufmachen. Die lassen wir jetzt zu. Ach, aber normalerweise. Video, ja, man bekommt auch nochmal genau. Am Ende vom Turnier. Oder wenn man das Kit kauft, nochmal drei Booster genau. Extra. Genau. Durchsuche dein Deck nach bis zu drei Phase 1 Pokémon. Klingt gut eigentlich. Aber Phase 1 fast gewonnen. Ja. Okay. Je nachdem, was du da für ein Deck spielst, kann das schon hilfreich sein. Dann brauchst du sie aber relativ am Anfang, die Karten. Ja, oder wenn du halt noch eine Weiterentwicklung halt suchst, ne? Komm, Snipke, übelst cool. Also Artworks sind schon very nice. Magischer Schuss. Auch guter Tange. Sir Apfel. Aha, ich hab's heute mit Makago, ne? War ein neuer Freund. Kleiner Funfact, Makago hatte ich übrigens als Shiny. Oh, Kadabra. In Pokémon Rubin. Oh. Nee, Kamerupt war es nicht, Makago, Kamerupt. Gelogener. Community Angriff, okay. So einer bestimmt. Ohne Witz. Aber bei dir sieht's nicht so. Mau, ja, Mau. So, ja. Schon ein anderes Booster herholen. Ja. Kannst du nur die Hände waschen, bevor man dann das nächste wieder aufnimmt, wenn es geht, bitte. Die sind. Vielleicht sind die zu sauber, das ist das Problem. Ah, aber. Geil. Gold ist schon ansehnlicher wie Terra-Kiefer. Same name. Wahrscheinlich trotzdem am Schluss. Obwohl, wenn die Fähigkeit was taugt. Weiß ich jetzt nicht. Einmal während deines Zuges kannst du eine Basispflanze in der Karte aus deiner Hand an dieses Pokémon anlegen. Was? Einmal pro Zug? Einmal pro Zug, ja.
Wenn du auf diese Weise Energie an ein Pokémon angelegt hast, ziehe eine Karte. Auch noch? Übel, Alter. Oha, die müssen wir aufheben, bis sie 1000 Euro wert ist. Die ist ja übel. Bis sie rausrotiert, ne? Bis sie rausrotiert, ja. Jetzt will ich auch noch so einen Banger da. Was ist denn da los? Ja, ein Booster hast du ja noch. Kannst, Ich habe eine Karte bis jetzt gezogen. Wir haben die Kids ausgesucht. Matthias. Ah. So, noch ein Glationar. Spezialhammer immer dabei. Spezialhammer, Gummihammer immer da. So, also ich würde sagen... Jetzt, gönn jetzt. Ich habe was zu beigetragen. Du hast geleistet, ja. Wehrdienst. Tatsächlich nicht. C-News. Oh Mann. Immerhin der Ex noch, ja. Das ist auch ein solchen Fatalitscher. Mal schau, zweiter Aufguss. Nee, Sauna habe ich schon lange nicht mehr gemacht, tatsächlich. So, die sind für den Matthias. Suchen wir dann später raus, wenn er wieder da ist irgendwann. Wer ist Matthias? Ja. Also, ja. Ausbeute war okay, würde ich sagen. Wenn man jetzt... Bei dir ist stabil gewesen. Ja, du hast ja auch aus jedem immerhin Kit eins, eine ja. EX, ne? Weil wenn du jetzt spielen würdest, würde es ja auch würd's ja was bringen, ne? Wenn ich das passende Deck dazu hätte, ja. Genau. Wenn du jetzt Panferno hättest, ne? Hast du ja einmal gehabt, also bringt dir nichts. Gut, also. Ist einfach die Energiekarten reinzumachen, die benötigt. Stimmt, ja. Das ist auch Daniel-Style. Also auf jeden Fall wird es jetzt im nächsten Video noch, am Sonntag wahrscheinlich, eine Runde abwiegen gehen. Oh, okay. Also auf jeden Fall einschalten. Ich bin heiß. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Come on, bluff, I'ma be here till the end.